Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge war ich ein bisschen gemein und habe hier einen kleinen Cut gemacht, aber wir werden uns direkt ins Nebenzimmer begeben und die Auflösung nun hören. Was Kamira meint, was der Schlüssel sein könnte. Cadwell sprach von Anekina, einer von Kunzaris Champions, und von einem Schlüssel. Ich glaube, das ist mein Anhänger. Samarak erinnert sich. Eure Mutter trug ihn vor euch. Ist er mehr als ein Andenken, an dem euer Herz hängt? Er verbirgt mich vor magischer Entdeckung. Mutter nahm einen Anhänger in die Hand und flüsterte. Als Kunzari lächelte, bat Anekina die Monde, sich für ihn zu bewegen. Die Ruinen des Schattentanztempels? Ist dort der Verräter hin? Als kleines Kätzchen merkte ich, dass der Anhänger und diese alte Karte miteinander verbunden sind. Ich habe die Geschichten von Kunzari von meiner Mutter gehört. Erwähnte ich, dass sie eine Mondsängerin war, bevor sie meinen Vater heiratete? Sie sagte, der Anhänger gehörte einst Anekina. Ich bin mit Anekina verwandt. Laut den Mondpriestern sogar eine direkte Nachfahrin. Der Ort, der auf der Karte verzeichnet ist. Was ist da? Eine uralte Ruine. Man nennt sie auch den Schattentanztempel. Aber er ist nicht mehr als ein paar umgestürzte Steine. Trotzdem deutete Cadwell an, dass der Anhänger der Schlüssel wäre, um den Verräter zu finden. Was für Spuren haben wir sonst? Ihr meintet, eure Mutter sagte euch, dass Anekina die Monde für Kunzari bewegen könnte. Ja, in Kunzaris Geschichte. Er überlistete die Dämonen, damit sie ihm ihre Macht gaben. Dann bewegte Anekina die Monde, damit er die Macht in Jodes Kern sicher verwahren konnte. Natürlich wissen wir jetzt, dass die Dämonen aus der Geschichte eigentlich Drachen waren. Könnte es sein, dass Catwill davon sprach? Erzählt mir den Rest der Geschichte. Dank ihres geschwächten Zustands konnte Kunzari die Drachen überlisten und in den Kolosshallen einsperren. Doch einer seiner Gefährten verriet ihn. Er stach ihn von hinten nieder und ging. An den Ort des dunklen Tanzes, um die Dämonenmacht zu stehlen. Das klingt nach den Schattentanzruinen. Ich schätze, wir müssen diesen Ort untersuchen. Ich glaube, ihr habt recht, Fünfkralle. Der Verräter will wohl zu Ende bringen, was er in uralten Zeiten begann. Doch die Drachen wollen diese Macht auch. Arbeiten sie zusammen? So oder so müssen wir die Tempelruinen erreichen. Wo sind die Schattentanzruinen? Wie wir auf der Karte gesehen haben, liegen die Ruinen im Vorgebirge östlich der Narbe zwischen Orkru und der Stadt Hakosche. Wir werden euch dort treffen. Ja, das klingt wieder alles sehr aufregend, aber wir müssen uns erstmal wieder dahin begeben. Wir müssen eure Cygnus-Freischärler zum Mondtor schicken, Präfekt Carlo. Stimmt. Wir trainieren schon seit mehr als einem Jahr, um darauf vorbereitet zu sein, unsere Kräfte zu vereinen. Ein Jahr? Aber vor einem Jahr waren wir noch Feinde. Vielleicht. Doch ich wusste immer, dass wir eines Tages gemeinsam gegen Eraxia kämpfen würden. Es gibt nicht viele von uns, aber die Cygnus-Freischärler stehen Königin Chamiras Streitmacht am Mondtor von Anekina bei. Wenn die Drachen oder die restlichen eraxischen Soldaten dort auftauchen, kriegen sie einen denkwürdigen Kampf von uns. Präfekt Carlo ist eine sehr komplizierte Person. Ich glaube, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, als ihr ihn zu Königin Chamira geschickt habt. Seine Soldaten werden bei der Verteidigung des Mondtors von Anekina sehr hilfreich sein, falls die Drachen es angreifen. Erinnert mich noch einmal, welche Bedeutung hat das Mondtor doch gleich? Bevor ihr die Usurpatorkönigin ausgeschaltet habt, hattet ihr sie mit dem Drachen Mulamnir sprechen hören. Sie deutete an, dass sie auf Wunsch der Drachen das Mondtor im Südwesten von Krempen aufgespürt hatte. Das Mondtor von Anekina liegt in jener Richtung. Wissen wir, was die Drachen mit dem Mondtor vorhaben? Noch nicht.
Nur wenig ist über dieses uralte Bauwerk bekannt, abgesehen davon, dass es den Mondpriestern wichtig war. Wir haben eine geeinte Streitmacht aus Khajiit-Miliz und Cygnus-Freischärlern hingeschickt, um es zu bewachen, falls die Drachen zuschlagen. Na dann. Ich bezweifle zwar, dass die viel gegen die Drachen ausrichten können. Aber ich sag mal, eine kleine Verteidigung in Anführungszeichen ist immer besser als gar keine. Ein Eimer aus Elsweier, juhu. So, ich muss hier unten zum Auge. Das heißt für euch, dass ich mich jetzt aufmache, dorthin reite und wir uns jetzt gleich wiedersehen. Also, ich bin jetzt gerade von der Rückseite hier am Rheinreiten, weil da stand, dass das Ganze höher ist. Aber irgendwie komme ich hier auch nicht rein. Alter. Kamira wartet drinnen auf euch. Wenn der über uns kreisende Drache uns erspäht, versuche ich, ihn zu verscheuchen. Samarak wird helfen. Ja, ich bin mir sicher, eure Fäuste werden den Unterschied machen. Wenn mehr hinter diesem uralten Tempel steckt, weiß ich nicht, wie man hineingelangt. Das ist der richtige Ort. Ich spüre es. Doch nichts an dieser Kammer sieht aus, als ob es die Monde bewegen oder einen Pfad zu Jone oder Jode erschaffen könnte. Was übersehen wir, Fünfkralle? Keppel sagte, dass der Anhänger der Schlüssel wäre. Und Riddeltar weiß, dass ich alles versucht habe, was mir einfiel. Ich habe ihn vor mich gehalten und voller Inbrunst der Welt präsentiert. Ich habe ihn sogar kräftig geschüttelt, aber nichts ist geschehen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll. Ihr sagtet, eure Mutter hätte es manchmal in der Hand gehalten und dass sie euch Geschichten erzählte. Vielleicht war es etwas, was sie sagte. Meine Erinnerungen und die Geschichten über Kunsari, manchmal vermischen sie sich. Die vielen Nachforschungen haben meinen Geist überfrachtet. Halt! Vielleicht... Ich erinnere mich an eine Sache, die meine Mutter immer sagte. Vielleicht, wenn ich ihre Worte wiederhole, während ich den Anhänger halte. Es kann nicht schaden, es zu versuchen. Wenn Anekinas Blut ruft, beginnt der Schattentanz. Bei den Monden. Ihr habt einen Pfad geöffnet. Geht ihr schon vor. Samarak und ich erledigen den Drachen dort draußen. Irgendwie. Mögen die Monde über euch wachen. Kommt, Fünfkralle. Mal sehen, wohin das hier führt. Mit den Drachen da draußen meinte er also jetzt nicht den, der jetzt hier rumgeflogen ist, oder? Weil das sind nämlich diese Weltbosse hier in Elsweier. Wunderschön. Warum war dies so lange verborgen? Keine Zeit, diesen Ort zu erkunden. Ich habe gerade Witterung aufgenommen. Ich glaube, der Verräter ist vor uns. Wie konnte der Verräter ohne euren Anhänger hier hineingelangen? Ihr sagtet, dass der Verräter die gleiche Fähigkeit hat, Portale zu öffnen wie Cadwell. Solche Macht bedeutet, dass wenige Orte ihm verschlossen bleiben. Kommt, wir müssen ihn einholen, bevor er findet, was ihn hierher gelockt hat. Na gut, aber es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also so hätte ich gerne mal ein Haus gehabt. Dieser Ort hat Wächter, wie es scheint. Aber sie konnten den Verräter nicht aufhalten. Die Witter, dieses Relikt. Seht nach, welchen Reim ihr euch darauf macht, Fünfkralle. Mhm. Die Geister.
Götter erwachen. Der Tempel erkennt mich. Ich werde eingestimmt. Okay. Sie wird eingestimmt. Na gut. Erkennen die Geister mich auch, dass ich gut bin? Auf jeden Fall kann ich nicht mit denen reden. Das war ja, einfach. Ihr habt recht. Ich hätte eigentlich durchlaufen können. Aber da das jetzt hier nicht so viel ist... Und ja, Basti, war's, aber man muss ja nicht übertreiben. Ihr seid Teil von Kunsaris Krajun. Warum tut ihr das? Ich will, was Kunsari verborgen hat. Und ich muss die Monde bewegen, um es zu bekommen. Wenn ein paar Katzen dabei sterben müssen, was soll's? Ihr seid wahnsinnig. So redet ihr mit eurem neuen Gott? Er zeigt uns, wie der Verräter sich eingestimmt hat. Mhm. So hat er sich eingestimmt, okay. So, Leute, ihr seid mir doch eh nicht gewachsen. Legt euch hin, macht den Weg frei. Noch ein Tempelrelikt. Aktiviert es für mich, Fünfkralle. Werden die Monde bewegt, kommt es zu einer Mondfinsternis. So öffnet sich der Weg zum Kern von Jode. Okay. Ach, jetzt dachte ich gerade, hier ist ein schwerer Sack. Aber was einzusammeln ist natürlich nie verkehrt. Es ist fast schon schade, dass Anakinas Getreue sich auf meine Klinge stürzen. Aber nur fast. Weg war. Knurr mich doch nicht so an. So, hier rechts. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch bestimmt noch einer hinterher. Hallo, ich muss das einstimmen. Komm mal hier rüber. Oh nein! Kamira, du musst eingestimmt werden. Die rennt einfach weg. Sie sagt auch gar nichts mehr. Ja, super. Ich hab's kaputt gemacht. Ach, da ist er wieder. Ja. Es kommt offenbar nichts mehr. Ich hab's tatsächlich kaputt gemacht. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur hier ein bisschen schneller durch. Hm, hier ist sonst nichts, ne? Ihr könnt den Durchgang... Achso. Diese uralten Erinnerungen werden mit jedem Augenblick, der verstreicht, klarer. Wir folgen demselben Pfad, den die legendären Helden beschritten. Kunsari, Anakina, der Verräter, sie alle wandelten hier, um das Herz von Jode zu erreichen. Erzählt mir alles, was die eingestimmten Erinnerungen euch gezeigt haben. Ich erkenne die Wahrheit der Mythen und Legenden. Kunsari überlistete Khal Grontid, damit dieser die Macht der Drachen in Jodes Kern speicherte. Danach lockten die Helden der Krajun sie in die Kolossalen und versiegelten die Tore. Genau, dann stach der Verräter Kunsari hinterlistig nieder. Ja, er ermordete Kunsari und kam dann in diesen Tempel, um die Macht zu erhalten. Die Monde zu bewegen und den Weg zu Jodes Kern zu öffnen. Wisst ihr,
Der Pfad erscheint nur am Mondtor von Anekina, wenn die Monde ausgerichtet sind. Wie bei einer Mondfinsternis. Die Mondpriester haben damals den Verräter aufgehalten. Stimmt. Aber viele starben, bevor sie ihn enthaupteten. Der Verräter war der größte Krieger seiner Tage. Falls es zu einer Schlacht kommt, wird sie nicht leicht werden. Es gibt eine Apparatur im Refugium, die mit dem großen Mondtor verbunden ist. Danach suchen wir. Ihr kümmert euch um die Apparatur, ich kümmere mich um den Verräter. Wir werden jenen Ort betreten, an dem der Verräter seine größte Niederlage erlitt, wo er durch die Hände der verbliebenen Helden und Mondpriester starb. Wir müssen dafür sorgen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Habt ihr einen Rat für den Kampf gegen den Verräter? Der Schatten von Anekina verdunkelt sich vor Zorn, wenn ich an ihn denke. Selbst vor seinem Verrat verabscheute sie diesen Kerl. Er war stolz, eitel, ein großartiger Schwertkämpfer, aber auch aufgeblasen und überheblich. Vielleicht ist das seine Schwäche, der Stolz. Ja, das ist von vielen Leuten die Schwäche. Komm mit, wir müssen den Verräter töten. Zu spät, ihr Narren! Die Mondfinsternis hat begonnen! Ich werde mir die Macht mit den Drachen teilen. Großherzig findet ihr nicht? Also eigentlich hätte das schon dreimal gesetzt sein müssen, aber nein. Etwas stimmt nicht. Ich kann die Mondfinsternis nicht aufhalten. Das hier oben, was sich so dreht, ist übrigens das und das hier unten auch, sind zwei sehr, sehr tolle Einrichtungsgegenstände, die man sich kaufen kann, wenn man hier die Story abgeschlossen hat. Der Verräter hat etwas damit gemacht. Die Monde können mich nicht hören. Könnt ihr die Mondfinsternis nicht aufhalten? Nein, der Verräter hat die Monde in Bewegung gesetzt und sie hören nicht mehr auf mein Lied. Es gibt nichts, was die Drachen noch davon abhalten würde, durch das Mondtor von Anekina zu Jodes Kern zu gelangen. Also ist Elsweyr ja dem Untergang geweiht? Noch nicht. Diese Apparatur bewegt die Monde, aber das Mondtor von Anekina erschafft das Portal zu Jodes Kern. Zum Glück habe ich einige Truppen dorthin verlegt, damit sie es vor den Drachen beschützen. Ich werde zu ihnen stoßen. Doch erst, so sagen es mir die Erinnerungen, muss ich noch eine andere Aufgabe hier übernehmen. Was müssen wir tun? Anekinas Erinnerungen zeigen mir, wie sie einst das Drachenhorn einsetzte. Das Kampfdrachenhorn, das ihr mir gegeben habt, muss aufgeladen werden, damit seine Macht wiederhergestellt wird. Aktiviert das Tempelrelikt in der Nähe und ich werde das Drachenhorn aufladen. Ich werde das Tempelrelikt aktivieren. Wenn ich wüsste, wo das ist und wie das aussieht. Achso, das meinen die. Kunsari, Anekina, Gadwell, Jone und Jode, sie alle im Drachenhorn. Ein Bad im Plasma von Kalthafen und schon ist man wieder so jung wie der alte Abend. Na, wo steckt mein böses Selbst? Kitwill! Wo ist der Unhold? Lasst mich an ihn heran. Ich kehrte so schnell ich konnte zurück, um euch zu helfen und dem Verräter eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Der Verräter wurde vernichtet. Doch was ist mit euch? Ich fühle mich tipptopp, muss ich sagen. Ich dachte, es läge an der bequemen Enge meines geliebten Kalthafens. Doch ich schätze, es hat wohl doch mehr mit der Vernichtung meiner anderen Hälfte zu tun. Nun, das war eine schöne Schau. Die Welt ist gerettet. Nicht wirklich. Der Verräter hat die Monde in Bewegung gesetzt. Wenn sie sich ausrichten, können die Drachen den Kern erreichen. Das klingt gar nicht gut. Lasst mich nachdenken. Wenn ich mich konzentriere, kann ich mir ins Gedächtnis rufen, was meinem verabscheuungswürdigen anderen Ich durch den Kopf ging.
Er wollte sicher gehen, dass niemand den Pfad daran hindern kann, sich zu öffnen. Das hatte er dem Drachen versprochen. Es muss einen Weg geben, die Mondfinsternis aufzuhalten. Ich fürchte nicht. Zumindest nicht von hier aus. Er hat irgendetwas mit dem Apparat angestellt. Er lässt sich nicht nochmal benutzen. Kamira könnte womöglich in der Lage sein, die Monde zu trennen. Doch das wird sie am Mondtor tun müssen. Sie wirkt aber auch ein bisschen kränklich, oder nicht? Wir müssen sie zurück nach Krempen bringen. Ich bin wohlauf. Cadwell, können wir euer Portal nutzen, um nach Krempen zurückzukehren? Natürlich, Kamira. Alles ist bereit. Meine Brust brennt. Kann mal einer das Portal ausmachen? Hallo? Die Mondfinsternis naht und mit ihr das Öffnen des Mondtors von Anekina. Wir haben nur noch wenig Zeit, bevor der Weg zu Jodis Kern erscheint. Wenigstens bin ich eingestimmt und ich konnte das Drachenhorn aufladen. Was machen wir jetzt, Kamira? Garrosh Rhee ist bereits zum Mondtor von Anekina aufgebrochen, um dort die Truppen zu führen. Wir schließen uns ihm bald an. Vielen Dank für die Hilfe bei meiner Einstimmung, Fünfkralle. Mit euch und meinen Ahnen an meiner Seite werden wir einen Weg finden, um die Drachen aufzuhalten. Ja, und wir halten einen erfüllten, einhändigen Dolch von Set Gewandlung von Darlok Bre. Wir haben den Verräter aufgehalten, aber nicht bevor er die Monde in Bewegung setzte. Bald werden sie sich ausrichten. Wenn die Mondfinsternis beginnt, öffnet sich das Mondtor von Anekina und gewährt Zugang zu Jodis Kern. Und genau das wünschen sich die Drachen. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Etwas, aber nicht viel. Zum Glück haben wir erwartet, dass es eine Verbindung zu dem Mondtor gibt und Garrosh Rhee schon mit allen Truppen vorgeschickt, die wir erübrigen konnten. Leider waren das nicht sehr viele. Ich wünschte nur, wir hätten einen Notfallplan. Was ist mit dem Drachenhorn? Das Kampfdrachenhorn ist aufgeladen, aber wir kennen noch immer nicht sein volles Potenzial. Wir dürfen seine Energie nicht vergeuden. Daher sparen wir es uns auf, bis es wirklich gar nicht mehr anders geht. Wir sollten uns nun auf den Weg zum Mondtor machen. Sagt unseren Gefährten, dass es Zeit wird. Ich versammle unsere Verbündeten. Unsere Gefährten haben den Palast verlassen, um Krempen zu durchstreifen und näher zu überdenken, was nun zu tun ist. Sucht nach Abnur Tarn, Samarak und Präfekt Kalo. Auch nach Cadwell, falls er noch hier ist. Ich hätte gern, dass sie am Mondtor zu uns stoßen. Doch ich habe Verständnis, wenn sie das nicht wollen. Wo steht das Mondtor von Anekina? Das uralte Bauwerk erhebt sich weit im Südwesten aus dem Dschungel. Allein der Gedanke, dass ein Ort, der vor allem als Pilgerstätte und historische Kuriosität bekannt ist, der Schauplatz der wichtigsten Schlacht in Elsweires Geschichte sein könnte. Erzählt mir mehr über das Mondtor. Die Mondtore gehören zu den ältesten Ruinen in Elsweir. Von den wenigen Städten, die wir kennen, sind die in Anekina am besten erhalten. Für die Mondpriester sind sie heilig. Der Rideltar verknüpft es mit den Mondbanden. Für uns andere ist es nur ein Haufen alter Felsen. Was ist euch nun eigentlich im Schattentanztempel widerfahren? Ich kann euch nur sagen, was ich erlebt habe. Ich wurde eins mit dem Tempel. Mit all seinen Erinnerungen und all seinen vergangenen Erfahrungen. Ich wurde mit meiner Blutlinie verbunden. Mit der ersten Anekina. Ich wurde eingestimmt. Was soll eingestimmt heißen?
Ich durchlief den Vorgang der Einstimmung genau wie Anekina und die Mondpriester des Tempels. Genau wie Cadwell. Ich weiß, wie man die Monde bewegt, wenn wir eine funktionierende Mondbandeapparatur finden. Könnt ihr jetzt auch Portale wie Cadwell öffnen? Einige der Geschichten über Anekina erwähnen, dass sie sich von einem Ort zum anderen teleportieren konnte. Ich sehe etwas über Portale, aber es ergibt nicht viel Sinn. Wenn ich 1000 Jahre zum Üben habe, werde ich vielleicht auch so geschickt wie Cadwell sein, ja? Das will ich hoffen. Der ist übrigens weg. Der stand eben noch neben uns, aber er ist jetzt weg. Na gut. Wir müssen unsere Gefährten versammeln. Das werden wir natürlich auch machen, aber nicht mehr in dieser Folge. Deswegen sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.